witzige Wesen herbeizaubern kannst. Ganz einfach, indem du sie in den weichen Boden malst. Schau einmal, was du jetzt gemalt hast. Kannst du es erkennen? Du hast einen lustigen Kobold gemalt, der dich jetzt ganz frech anlacht und nur Schabernack treiben möchte. Da musst du jetzt ganz arg aufpassen, was der kleine freche Kerl für einen Unfug machen möchte. Schwuppdiwupp springt er schon von Pfütze zu Pfütze und spritzt alle mit dem Regenwasser nass. Wenn du magst, kannst du auch mithüpfen. Spring so weit du kannst. Hops, und schon wieder bist du in einer Regenpfütze gelandet und das Wasser spritzt ganz lustig in allen Richtungen. Deine Freunde springen auch von Pfütze zu Pfütze und lachen vor Freude. Aber schau mal, wo ist denn der Kobold schon wieder hin? Da steht er und schwingt seine Hände hin und her. Er ruft: Abracadabra, alles wird wirrwarr. Sieh mal in eine Pfütze hinein. Der Kobold hat dir plötzlich eine lustige große Nase gezaubert. Die Nase hängt dir jetzt bis zum Kinn. Deine Ohren sind auch verzaubert. Der Kobold hat dir auch riesige Ohren an deinen Kopf gezaubert. Du siehst jetzt ganz lustig aus. Deine Freunde sehen jetzt auch ganz anders aus. Der eine hat jetzt einen großen Giraffenhals. Der nächste hat einen Elefantenkopf und den Körper eines Zebras. Er trötet schon ganz laut und pfeift durch seinen Rüssel. Sieh dich mal um. Kannst du noch weitere Tierfreunde sehen? Giraffenmäuse, Affentiger oder sogar ein Löwennilpferd, das stolz seine Mähne in einer Pfütze betrachtet. Ihr bewundert euch gegenseitig und kugelt euch vor Lachen. So witzig habt ihr noch nie ausgesehen. Der Kobold kichert auch und verzaubert jetzt die ganze Umgebung. Die kleinen Vögel werden jetzt zu Pinguinen und sie watscheln schnatternd in der Gegend herum. Ameisen werden zu zierlichen Balletttänzerinnen, die sich in ihrem rosa Tütü im Kreis drehen. Regenwürmer sind jetzt so groß wie du. Sie haben bunte Ringe um den Leib und tragen auf der einen Seite einen Regenschirm mit sich.
Käfer trommeln mit ihren Händen auf ihren Panzer. Sie spielen mit einer Grille Tanzmusik für die Balletttänzerinnen. Und sogar eine große Spinne zupft an ihrem Netz und spielt dabei eine sanfte, ruhige Musik. Bunte Schmetterlinge schweben über der tanzenden Gruppe und singen mit ihren zarten Stimmen ein beruhigendes Lied. Die ganze verzauberte Gruppe bewegt sich langsam im Takt hin und her. Ihre Stimmen werden immer leiser und leiser. Die Schmetterlinge summen ganz leise und ruhig eine entspannende Melodie und bewegen sich hin und her. Der kleine Kobold zaubert dir ein weiches Bett aus Moos. Dort kannst du dich jetzt ganz ruhig hinlegen und ausruhen. Wenn du wieder aufwachst, bist du und alle deine Freunde wieder so, wie zu Beginn deines Ausfluges. Die Schmetterlinge fliegen über dein Bett und summen weiter ihr Lied. Alles ist ruhig und entspannt. Der Kobold pustet dein Bett an und es bewegt sich leicht hin und her. Hin und her. Die Schmetterlinge summen ganz zart ihr Lied. Hin und her. Leg mal deine Hand auf deinen Bauch und spüre, wie dein Atem in deinen Körper fließt und wieder hinaus. Ein und aus. Hin und her. Alles ist ruhig und angenehm warm. Die Luft fließt ruhig ein und aus. Deine Hand bewegt sich auf und ab. Die kleinen Schmetterlinge summen leise ihr Lied. Nur für dich. Feiner Zauberstaub legt sich in deine kleinen Augenwinkel und macht dich jetzt ganz müde. Weich und warm liegst du in deinem Moosbett. Die
Die Schmetterlinge bewegen sich hin und her, auf und ab. Genieße den Moment. Entspann dich. Nun wird es langsam Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren. Atme noch einmal tief ein und aus. Regle dich, wenn du magst. Strecke deine Arme und deine Beine. Öffne langsam deine Augen und komm im Hier und Jetzt wieder an. Ich hoffe, dir hat meine Traumreise heute gefallen und hoffe, dass du dich ein bisschen entspannen konntest. Bis zum nächsten Mal. Deine Justine.